So, was sagt denn der olle Schlüsselmeister? Da bin ich wieder. Das wissen wir. Motorschaden, Haupttor, ich glaube, das hat. Ich mach mich schon. Dann mal an die Arbeit. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Ja. Der Pointer ist heute sogar noch gut dabei. Er will, dass wir noch ein paar Minuten weiterspielen. Okay, gut, kein Problem. Es läuft ja auch im Moment eigentlich ganz gut, von daher ist das okay. Ja, bis auf das Rätsel hier, da mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also so könnte ich mir das vielleicht noch vorstellen, eventuell. Oder vielleicht hier und hier runter, weiter runter und weiter hoch. Wir probieren es mal. Nee. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das ist noch nicht hinreichend zen. Ja, dann vielleicht. So? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Nein, so ist es irgendwie nicht. Ich guck noch mal auf das Bildchen. So guckt. Naja, vielleicht wenn der Stein hier ist. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Oder vielleicht hier? Nee. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das ist irgendwie bescheuert. Oder müssen wir das noch irgendwas anderes machen? Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Müssen wir noch irgendwie... Nee, auf das Inventar habe ich hier auch keinen Zugriff. Nee. Nee. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ist es wirklich schon wieder so weit, dass ich nachgucken muss? Ich weiß ja nicht so recht, ne? Das kann es irgendwie nicht sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ich guck gerade, ob hier die Formen von den Fingerabdrücken irgendwie noch zu den Formen von den Steinen korrespondieren. Aber nein, überhaupt nicht. Eigentlich eher überhaupt nicht. Ja, ansonsten... Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Wobei, wir können auch zwischendurch mal speichern. Hier irgendwie... Guck mal, hier Schule. Das ist ja schon ganz lange her. Wir machen einfach mal da. Einfach zur Sicherheit. Ne? Zur Sicherheit mal sichern. Ist vielleicht keine schlechte Idee. So und so hatten wir es auch schon. Meine ich zumindest. Hier irgendein Gegenstand, mit dem können wir auch nicht verwenden, weil es hier so ein Tor, ne, so ein Durchgang halt. Nee. Vogeltränke. Was können wir mit dem blöden Kaugummi machen? Hier ist er, ich habe mich schon gewundert. Klar, den Reifen haben wir jetzt nicht mehr, das stimmt natürlich. Das wird den Piepsis schmecken. Sehr gut. Jetzt lass uns schnell verstecken, bevor die Störche kommen. Ich mach das nicht, um Störche zu fangen, Harvey. Richtig. Es ist vollkommen ungefährlich. Besonders für leckere Störche. Was hat Harvey wieder vor? Ich weiß ja nicht so recht. Er hat komische Gelüste, aber das haben wir ja schon festgestellt. Ja. Was können wir hier noch machen? Ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass es eigentlich das sein müsste. Hier so viel... Ja. So vielleicht. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Hätte jetzt sogar sein können. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Ich weiter nach rechts versetzt hier. Oh, nee. Kannst du mir nicht erzählen, oder vielleicht weiter nach oben, weiter nach unten oder so. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Vielleicht einfach ein bisschen größer ausgestalten, damit wir ein bisschen mehr... vielleicht sogar ein bisschen mehr Spielraum haben, was so das Gitter angeht. Naja. Könnte sogar hinkommen. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Vielleicht der eher... Das passt irgendwie wieder gar nicht so. Das so... Das ist wieder zu viel. Nee, so eher, der müsste... Oh, so liegen... Der müsste hier irgendwo dazwischen sein, eher hier so. Ja, das ist zu nah. Das ist zu symmetrisch. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Zu symmetrisch. Das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Unter der Annahme, dass das wirklich des Rätsels Lösung ist, soll ich wirklich nach einem verdammten Bild gucken, wie das auszusehen hat? Ja, hier ist ein Bild. Ein paar Zentimeter weiter unter dem, wo ich eben war. Okay. Also so.
So soll das sein. Ich zeige euch das nochmal zum Vergleich. Ich klicke jetzt mal nicht die Hake. Moment, ich zeige euch nochmal das Foto. Das Foto. Hier, einen Moment. Weiß ich nicht. Gott, das ist jetzt wahrscheinlich auch extrem schlecht sehen. Vielleicht blende ich euch das irgendwie anderweitig ein, wenn ich dran denke. Probieren wir es mal aus. Wow. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Ich finde, das ist ein anderes Bild als das, was wir hier haben. Aber nun gut. Okay, kann man machen. Manche Rätsel sind so ein bisschen merkwürdig. Oder ich bin zu blöd. Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd dafür. Nein, nicht. Nicht zurückgehen, hier bleiben. Ich finde, das war jetzt auch nicht so hart gecheatet, oder? Ich meine, die Idee war ja schon die richtige. Das war nur blöd gezeichnet. Naja, gut. Hier, guck mal, Alu. Wir haben da etwas für dich, eine Information. Hey, Alu! Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Hier, guck mal, was wir da gemacht haben. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Ja. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Ja, vielleicht ja. Da oben hatten wir aber schon eine sensationelle Animation, als er da aus dem Raum rausgegangen ist. Von daher, hier, guck mal, außerdem sind wir die Polizei. Bewegung, alter Mann! Das ist sonst Behinderung der Staatsgewalt. Gewalt ist nie eine Lösung. Naja, doch. Es gibt da gewisse Augenblicke, in denen Gewalt weiterhilft. Ich nenne sie Benutze Hulgur mit Poloschlägersituation. Wer Gewalt sät, wird Kummer ernten. Ach ja, ein weiser Mann. Hm. Hier, damit kann er doch bestimmt was anfangen. Hier, Elektrik und so. Damit könntest du doch sicher den Motor anlassen, oder? Darf ich mal sehen? Ja, das wäre ideal. Wenn ich mit positiver Energie aufgeladen wäre. Hm. Leider habe ich keinen Saft mehr auf den Chakren. Doch. Hui. Unartig, behave. Ja, nee, das haben wir ja schon erledigt. Das ist ja alles okay, alles Roger und so. Hier, noch ein, zwei Gegenstände, einfach mal random probieren. Brauchst du einen Strohhalm? Vor längeren Autofahrten trinke ich nie etwas. Ich will nicht unangenehm durch Blasenschwäche auffallen. Ist jetzt aber auch angepasst an die neue Situation, ist gut. Würde dein Chi besser fließen, wenn ich dir ein paar Löcher schneide? Im Gegenteil. Ich würde mir das Großod verkühlen. Muss es nicht Kleinod heißen? Nicht bei mir, Baby. Oh Mann. Ja, lass mir einfach mal unkommentiert stehen. Würde dir ein Energy-Drink helfen? Ich beziehe meine Energie lieber aus dieser friedlichen Zen-Garten-Idylle. Wenn die Steine doch nur mit mir im Einklang schwingen würden. Ja, sehr schön. Hier, guck mal, sogar mit Bienenmann-Muster. Würden dir Topflappen bei der Meditation helfen? Nein, danke. Ich will meditieren und keinen Rollbraten backen. Das wäre aber auch gut. Ich habe vorher nur ein Dosenessen gegessen. Jetzt hatte ich irgendwie Lust auf was Richtiges, aber naja. Hier, guck mal. Nicht doch. Hallo ist mein Freund. Aber nicht der Beste. Den besten Freund haben wir schon dabei. Ich habe inzwischen Ticket Nummer 1. Ich hoffe sehr, dass du Herrn Mantel dafür nichts antun musstest. Die Feuchtmangel wird hart, aber er wird's überleben. Ach ja. Ein energiespendender Kaugummi gefällig? Ich beziehe meine Energie lieber aus dieser friedlichen Zen-Garten-Idylle. Wenn die Steine doch nur mit mir im Einklang stehen würden. Ja. Na gut, daran ist es nicht angepasst, aber das ist zu verschmerzen. Siehst du das, Harvey? Da sitzt Graf Rotzschranke breitärschig auf der Bank und schaukelt seine Chakren. Er macht irgendetwas richtig, was wir falsch machen.
Ach, hervorragend. So, das macht irgendwie gute Laune. Wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt und einfach mal ein bisschen ein paar Sachen ausprobiert. Herrlich. Herrlich, herrlich. Eigentlich hätte man systematisch mal alles ausprobieren sollen, aber naja, gut. Okay. Probiert's doch einmal selber aus, nicht wahr? Das Spiel ist ja immer noch verfügbar. Auf einschlägigen Seiten. Ich glaube, ich habe auch einen Link in der Beschreibung. Wie üblich. Naja, guckt mal rein. So, hier ist jetzt auch Alu angekommen. Tatsache, alle am Start. Hervorragend. Alu, Mann. Hier, wir reden nochmal. Kann's jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Ja. Hast du eins? Ja, klar. Können wir mit dienen. Hier, wir probieren nochmal etwas, das wir eben ausprobiert haben, nur um mal zu gucken, wie es jetzt anders ist. Kaugummi gefällig? Oh, yummy, yummy. Danke, Edna. Du bist wirklich die Zweitbeste. Nur die Zweitbeste? Gleich nach Vishnu. Natürlich, natürlich. Yummy, yummy, was? Wir haben dem... Was? Wir haben den Kaugummi gegeben. Oh, bestimmt hätten wir den jetzt gebraucht, um den Reifen zu flicken oder irgendwie sowas. Ach du meine Güte. Ja, das war ja großartig. Da müssen wir vielleicht nochmal ganz nach oben in die Küche. Naja, müssen wir mal gucken. Mal schauen. Hier, noch etwas. Hey Alu, willst du telefonieren? Nein, danke. Ich habe eine Art Standleitung zu meinen Korrespondenten. Natürlich, verstehe ich. Brauchst du ein Glas? Vor längeren Autofahrten trinke ich nie etwas. Ich will nicht unangenehm... Ja. Das haben wir schon mal gehört. Oder ein letzter Versuch. Ja, das hier, das ist natürlich das Richtige. Hier, guck mal. Wir haben noch etwas anderes für dich. Brauchst du einen Schraubenschlüssel? Nein, danke. Der Wagen braucht Zündstrom, keinen Austauschmotor. Wer weiß. Da sind wir uns noch nicht so sicher, oder? Nee. Einmal so. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Ja. Gut. Weiter. Aha. Oh, Animation. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Ja. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich lauf ja schon. Kaugummi? Für das Tor? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Oder hat sie einfach nur... Also, ne? Müssen wir jetzt einfach nur noch Kaugummi mitbringen, weil die einfach Bock drauf haben? Ich bin mir nicht sicher, aber gucken wir mal. Keine Ahnung. Tor, machen wir gleich. Wir machen erstmal Kaugummi von mir aus. Wenn danach schon gefragt wird, dann bitte sehr. Hä? Vielleicht. Ja. Oh oh. Einen Moment. Yeah, niemand. Vielleicht wollen hier Hoti und Moti ja wirklich irgendwie für den Reifen den Kaugummi haben oder so. Mal gucken. Mal gucken. So, wo war das? Das war da, wo das Klo ist. Da, wo das Klo ist, das ist noch ein weiter. Ein weiter und dann um die Ecke. Ich meine natürlich zwei weiter und dann um die Ecke. Da ist ja noch eine Etage, stimmt ja. Hier. So, ja, großartig, dass ausgerechnet das ich ihm gegeben habe, aber egal. Yippie! Es sind noch genug da. Da kommt ja wirklich was raus! Buah. Alt und ungenießbar. Natürlich müssen wir ihn erstmal runterspucken. Also. Was ist das? Eine Alarmsirene? Okay. Interessant. Interessant, dass wir das von hier aus auslösen können. Und hier auslösen können. So. Ob das noch irgendwie nützlich sein wird? Mal gucken. Hallo? Okay. Auf jeden Fall sollte da jetzt ein neuer Kaugummi liegen. Ja, mal gucken. Können wir mal einsammeln unterwegs, wenn wir auf dem Weg zum Tor sind. Das könnten wir... Ich weiß gar nicht, ob wir es zuerst machen sollten, weil...
wenn der Kaugummi jetzt wirklich irgendwie für einen Reifen ist oder so, was total logisch wäre natürlich, macht total Sinn. Ja, dann sollten wir natürlich zuerst einen Reifen flicken, bevor wir starten. Hier liegt nämlich wieder ein Kaugummi. Eines reicht vollkommen. Wie jetzt? Ich habe aber keins, ne? Das ist dir schon bewusst. Na dann wollen wir mal hoffen, dass ich es jetzt nicht kaputt gemacht habe. Eines reicht vollkommen. Okay, also wenn das wirklich irgendwie ein wichtiger Gegenstand war, dann glaube ich kaum, dass er wichtig war, weil wir dem Alu-Mann ein Kaugummi anbieten konnten. Das vermute ich mal nicht. Naja, dann probieren wir es halt mal mit dem Tor und hoffen mal, dass wir da nichts weiter machen müssen mit dem Kaugummi. Gut, hier wissen wir ja schon, was abgeht. Wir haben jetzt ja auch einen Plan, im Gegensatz zum letzten Mal, als wir hier waren. Den Knopf drücken wollten. Wer ist da? Na warte! Wir wollten ja nicht. Dich krieg ich! Aber ich hab's versucht. Hier, einmal verstecken, schnell. Was würde denn passieren, wenn wir uns nicht verstecken? Hey! Wo bist du hin? Ja, da sind wir. Vielleicht würden wir dann ja auch nur verjagt werden oder so wahrscheinlich. Hier, benutze Knopf. Mach. Hau rein. Benutze grüner Knopf. Grüner Knopf. Benutze, mach ich. Es geht nicht. Wir reden mit dem Knopf. Keine Zeit rumzualbern. Benutze Knopf. Hä? Hier, mit dem Schläger vielleicht. Das ist kein Haudin, Lukas. Es ist nur der Knopf fürs Tor. Ja, das ist mir bewusst. Ich kann den Knopf nicht benutzen. Ich glaube, ich spinne. Kabel durchschneiden. Kabel. Wo ist die? Da ist die Schere. Hey, was hast du getan? Raus hier! Ja. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben. Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Aha. Genauso klingt der Van. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor! Ja. Dieser verdammte Die Garage! Es war nur Ablenkung. Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner! Okay. Verflucht! Das geht natürlich auch. Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Cool. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. No! Oh oh. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Ausbrecherin, atme den süßen Duft der Freiheit wahrscheinlich. War ziemlich schnell weg. Oh, Tatsache. Krass. Wir können auch Unterschriften fälschen, das ist toll. Okay. Dann gehen wir mal davon aus, dass wir den Kaugummi auch verloren hätten, wa? Kofferraum, Autowrack. Warum haben die denn jetzt das Auto genommen? Einfach aus Spaß. Vor allem, warum mussten wir das andere Auto denn überhaupt in Gang bringen? Haben wir denen jetzt ihr Fahrzeug da vorbereitet, weißt du, mit denen die uns jetzt hier folgen können? Uferweg soll das heißen. Ah, und jetzt ruckelt das Spiel auch. Es ist allerdings auch ein zur Abwechslung mal wirklich passender Moment, um eine kleine Pause zu machen. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, dann müssten da auch schön 20 Minuten Folgen rauskommen oder so, vielleicht ein paar Minuten weniger. Ich weiß es nicht. Aber es passt eigentlich alles sehr gut, um ein kleines Päuschen zu machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen soweit. Ja, und das nächste Mal gucken wir, wie wir uns hier aus
diesem Schlamassel befreien. Mal gucken. Bis dann, macht es gut und tschüss.